Ich kann mich erinnern, am 7. Oktober fuhren wir beide in meinem Dacia in Richtung der Grenze bei Eisenach. Und die Probleme hier, die hier waren, speziell in Dresden, und dann über diese Grenze fahren und ein Gastspiel drüben machen, da war eine bestimmte Unruhe in mir. Also ich gehörte zu denen, die wollten nie rüber. Wir haben zwar Nächte diskutiert, voller Verzweiflung, dass sich in der DDR nichts mehr bewegt und was sollen wir tun, aber hier waren unsere Freunde, hier war unsere Ehe, hier war letzten Endes auch der Nährboden für unsere Arbeit gewesen.